Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Lego Jurassic World. Wir sind immer noch hier. Ich bin immer noch fleißig am Münzen einsammeln, obwohl das echt schwachsinnig ist. Das brauche ich nicht, weil ich hier eh kein Ding erzielen kann. Aber Münzen braucht man für Fahrzeuge und Co. So. Okay, hier würde ich wieder zurückkommen. Schön, der Weg ist nicht versperrt. Und wir sind auf dem Weg in die Kommandozentrale, weil wir keine Kommunikationsgeräte mehr haben. Daher haben wir hier jetzt irgendein Basislager entdeckt. Ohne Marshmallows ist es einfach nicht dasselbe. Klar. Ach was, ich pass mal 5 Sekunden lang nicht auf und diese Mistviecher schleppen mein Schießeisen auf einen Baum. Ich hätte mich für die Mission auf dieser Insel mit den Kätzchen melden sollen. Okay, der braucht eine Knarre. Wo kriege ich eine Knarre her? Außer die, die ich in der Hand habe. Ich habe keine Ahnung, auf welchem Baum seine Knarre ist. Eigentlich ist es mir auch egal. Ah, hier auf dem Baum. Aber ich habe hier keinen dabei. Oder? Kann sie? Ne, das kann wirklich nur der Kleine. Und den haben wir hier nicht dabei. Daher, das hier kann nur die Ellie. Daher gehen wir jetzt hier einfach weiter. Was gibt es hier noch? Taschenlampe und Teddybären. Hier haben wir einen Infostand. Und wir gehen einfach weiter. Der Kerl am Lagerfeuer braucht ja auch irgendwas. Ne, der braucht nichts von uns. Wie gesagt, einfach weiter zum Lager. Er will auch nichts von uns. Und hier ist der Start der Mission. Du möchtest etwas Neues, wie? Ich helfe nur zu gern. Mehr als 45 Tonnen. 20 Millionen 600.000 Legosteine entspricht. Leck mich am Arsch. Die Versorgungszentrale liegt genau da unten in der Senke. Etwa 1,5 Meilen von der Klippe entfernt. Wir lassen sie noch schlafen. Eine Stunde vielleicht. Nicht bewegen! Das mit nicht bewegen, das funktioniert immer gut. Das ist übrigens das, was ich letztens meinte mit, was mich in dem Teil so ein klein wenig aufgeregt hat, ist, dass wir im letzten Teil gerade so mit einem Auto davon gekommen sind und hier laufen wir jetzt davon. Ja, nee, ist klar. So, ein paar Münzen sammeln wir, aber nicht viele, weil ich sehe sie zu spät. Theoretisch müsste er ja jetzt humpeln, weil er hat schon einen am Bein kleben. Und Kopfschmerz müsste er jetzt eigentlich auch haben, die Sau. Nicht in Schuhen rauslaufen! Sieh dir das an. Ich glaube, RJs Rucksack.
Lauft, lauft! So Leute, die Leute sind aber auch verdammt lernresistent. Der eine sagt noch, nicht ins hohe Gras laufen. Und was machen sie? Ins hohe Gras laufen. Und das beim... Wasserfall, da muss ich sagen, das war definitiv... Kann er das? Ne, wir haben unseren vierten Leser leider verloren. Genau, Wasserfall. Ich sage, der T-Rex und die Schlange, die haben zusammengearbeitet. So, nachdem wir jetzt hier wieder, da ist ein Dinosaurier, ich sehe das Schwänzchen, kann ich dem helfen? Ja, den kann ich da rausziehen. Oder zumindest ein Stückchen von ihm. Danke. Kein Problem, Bro. Einen von fünf haben wir gerettet. Ich sammle jetzt hier wieder fleißig Lego-Steinchen, weil... So, diese kleinen Arschloch-Dinosaurier, die habe ich jetzt hier mal schön wieder weggebatscht. Und wir schauen, ob wir hier noch irgendwelche Leute retten können. Aber offensichtlich gibt es 5 Stück zu retten. Da gibt es wieder ein Häufchen zu untersuchen. Gut, dass wir wieder einen ausgebildeten Häufchenuntersucher dabei haben. Und zwar sie. Und sie darf da jetzt auch gleich instant reinhüpfen. Findet wieder die lustigsten Sachen. Ey, perfekt, da hat jemand ein ganzes Auto gefressen. So, wir bauen uns da hinten eins zusammen. Nice, 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 nice. Ein Rasenmäher. Und damit haben wir auch den Dino abgelenkt. So soll das sein, Leute. Aber nichtsdestotrotz würde ich gerne wieder hier wahre Überlebender werden. Daher sammeln wir hier noch ein bisschen Münzen. Irgendwo hat doch einer gestöhnt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. So, hier hinten kann man wieder Münzchen sammeln. Hey, da hinten sehe ich genau das Ding, aber ich komme nicht hin. Das kann ich wohl nur mit dem Ellen machen. Irgendeine haben sie da gerade ins hohe Gras wieder gejagt. Ui. Da habe ich auch keine Ahnung, wie ich hinkommen soll. So. Schade, schade, schade. Das hätte ich gerne gehabt. Wir bräuchten einen mit Sprengstoff. Aber wir haben keinen mit Sprengstoff. Glaube ich. Ab und an werden diese DNS-Dinger wirklich praktisch. So. Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, dass wir uns auch schon angreifen. Wir sind mittlerweile interessant geworden. Hier ist so viel Ungeziefer. Wieso fressen sie nicht einfach das hier? So, hier kann ich gleich mit Nick was machen. So, Nick. Her mit dir. Und bricht den Spaß auf. Perfekt. Gesehen hätte ich jetzt schon mehrere... Hey, da ist ein Dino. Der fällt mich doch sicher gleich wieder an. Im Hintergrund ist mein Rasenmäher. Hey, hier sind Spukosaurier. Und wir kloppen alle wie die Bekloppten auf sie ein. Ich weiß nicht, ob das hier auf Zeit geht mit den Überlebenden. Oder ob die einfach nur dekorativ da hinten sind. Es hat meinen Fuß! Es hat meinen Fuß! Josh, das ist nicht lustig! Ich dachte wirklich, es wäre ein Raptor! Lass los! Vielleicht kann ich helfen. Alles klar. Ich brauche einen Agilen. Weg mit dir. Ich brauche sie.
Ah, sie kann sliden. So. Irgendwie müssen wir das Ding aber wegräumen können. Weil sonst kommen unsere Freunde nicht drüber. Daher schauen wir mal, was wir hier finden. Hier ist... Das ist doch zu viel. Das muss doch was zum Zusammenbauen sein, oder? Das sind doch zu viele Teile, als dass die zufällig... Wusste ich's doch. Hier können wir natürlich wieder was zusammenbauen. Wahrscheinlich ein Hebel oder... So. Benutzen wir das doch gleich. Hey, Kollegas. Willkommen auf der anderen Seite. So. Da ist ein Dino drin. Ist da jemand? Nee, hier ist keiner. Hier gibt's nichts zu sehen. Weitergehen. So. Der Arm hängt immer noch dran. Leute, zockt ihr das Spiel eigentlich auch? Mann, musst du so. Und wenn ja, wie weit seid ihr denn schon? Hinke ich euch hinterher oder habe ich euch mittlerweile überholt? Hier sind kleine Arschlochsaure drin gewesen. Die laufen aber weg. Ach, das war nur Ablenkungsaure. Das waren gar keine Arschlochsaure. Seht ihr nicht, alle Dinosaurier sind böse. So, wir laufen weiter. Bald haben wir... Ah, das kann wieder nur die Ellie machen. Schade, schade, schade. Okay, das kann ich fotografieren, wie der gekillt wird. Ich dachte, ich wäre gefundenes Fressen. Wie so ein Kuchen oder ein Hühnchen. Ja, du bist ein Hühnchenkuchen. Kuchen mit Hühnchengeschmack. Wir ins hohe Gras gelaufen, das war eine furchtbare Idee. Was wir haben es gesagt. Mein Heuschnupfen macht mich wahnsinnig. Ich glaube, da kann ich gleich zwei auf einmal retten. Oder ich kann mich ganz leise an ihnen vorbeikriechen. Da ist auf jeden Fall ein Häufchen. Wir wissen, wessen Aufgabe das ist. Die Aufgabe der Frau. Ab ins Häufchen reinspringen. Da finden wir sicher irgendwas Cooles, was wir benutzen können. Irgendwas wieder zum Zusammenbauen, klar. So. Bauen wir wieder ein Rasenmäher? Nein, wir bauen einen Eiswagen. So. Wow, ich wollte dir mein Leben. Oder kann ich dir einfach nicht sehen? Jo, wir haben schon 4 von 5. Sind die gerade instant wieder ins hohe Gras gelaufen? Diese Idioten. So. Das ist jetzt nicht so schlimm, dass wir den Dinosaurier hier ab und an mal eine auf die Fresse geben müssen. Gibt echt Schlimmeres. Das haben sie steuerungstechnisch wirklich sehr gut umgesetzt. Wenig Stresspotenzial, wenig Ragepotenzial, sehr kinderfreundlich und seniorenfreundlich. Also das Spiel ist wirklich awesome, Leute. Es macht so einen Heidenspaß und sie haben sich wirklich gut an die Storyline gehalten. Ich bin echt beeindruckt. Immer wieder mit schönen Slapstick-Einlagen, so wie man es von den Lego-Spielen kennt. Mir persönlich haben mir ja schon früher die Star Wars-Teile sehr gut gefallen. So, war überlebender, perfekt. Aber in den Star Wars-Episoden war das echt lustig, weil da haben sie ja noch gar nicht gesprochen. Das Sprechen, das kam erst später. Da haben sie nur irgendwelche Geräusche von sich gegeben und es gab halt lustige Animationen. So, wir haben hier leider keinen, der schreien kann, glaube ich. Kannst du schreien? Die kann auch schreien. Perfekt. Was können wir hier bauen? Okay. Ist das ein Burger? Hey, wir haben dem einen Burger gebaut. Ist aber nur ein Spielburger.
Perfekt. So, ich habe keine Ahnung eigentlich, was mir dieses wahre Überleben da bringt, außer mehrere Punkte, dass ich am Ende mehr Prozent kriege. Aber ansonsten weiß ich wirklich nicht, was es mir bringt. Ob mir das überhaupt was bringt. Ist das ein Multiplikator für die Punkte? Ey, der hatte mein Eiswagen erwischt. Mein Rasenmäher war besser. Den haben sie länger gejagt. Seht ihr? Der läuft immer noch rum. Das dürfte der nächste sein. So, ein paar Fotos machen. Wärst du nicht vorbeigekommen, wärst du nicht gefunden. Ich hätte meine menschliche Hülle hinter mir gelassen. Perfekt, Leute. Sie haben gesagt, das Kommunikationszentrum ist in der Versorgungszentrale. Ich gehe da jetzt rein und schicke einen Funkspruch raus, okay? Ihr kommt nach. Wart auf uns! Jede Sekunde zählt. Wenn einer glaubt, er kann mithalten, kann das versuchen. Ja, Leute. Wir haben wieder ein Level abgeschlossen. Und haben auch diesmal gut was gesammelt. Wir haben wieder irgendeinen Dino freigespielt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich weiß noch nicht welchen. Wahre Überlebende waren wir natürlich auch wieder. Das heißt natürlich... Minikits, glaube ich, haben wir eins gefunden. Zwei. Ich habe auch viele andere noch gesehen, aber... Ich weiß, ich kam nicht dran. Ah, okay, den mit dem Zipfel am Kopf haben wir jetzt freigespielt. Cool. Und... Da genau, wahre Überlebende bringt uns hier ein goldenes Puzzlestück. So. Wir setzen die Geschichte fort. Aber nicht heute, sondern beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst doch einen Kommentar da oder eine Bewertung bzw. ein Kanalabo. Würde mich total freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!